Late Night. Ah, da Lichter, Lichter, die Lichter sind kaputt. Wir werden. Der weiße Wagen. Eine allgemeine Polizeikontrolle. Ich hätte mir noch Verkehrskontrolle. Der weiße Wagen, rechts ranfahren. Allgemeine Verkehrskontrolle. Sie rechts ran und aussteigen. So, der Herr. Warum seid ihr so lieb zu mir? Zeigen Sie mir mal. So, Mr. Proper. Ist die kurz sprechen? Ne, bitte. Kommen Sie mit? Kommen Sie bitte mit. Wie bitte? Wissen Sie zufälligerweise, wo das Galaxy Club ist? Wir suchen schon das schon die ganze Zeit, aber wir finden das nicht. Galaxy? Genau, also sollte heute eine Party stattfinden. Ne, Moment, ich kann mal kurz nachgucken. Kleinen Moment. Kollege, wieso das Galaxy ist? Ja, ja, ich weiß. Wo? Wurden? Oh. Erklär das dem mal an. Markieren, steig mal da ein. Okay. Ja, wann ist das PD da? Stimmt aber nicht so. Ja, ja, mal gucken, was wir hier gleich finden werden, ja. Okay. So, Hände hoch, ich taste dich ab. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich Polizei begegne. Aha. Was haben wir denn da rechts in der Tasche? Nichts, hä? Ein bisschen Meth, Anzeigen, Vitamin. Ey, was wollt ihr mir zustecken? Hallo? Aha. Hallo? Ich bin. Hey. Bitte, ich will einen anderen Polizisten, der mir was zustechen. Hallo. Ach so, ja, stimmt auch. Bleiben wieder. Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Spaß, bin hier, aber hallo, wen taserst du? Sie werden jetzt festgenommen. Hä? Sie werden festgenommen. Wegen was denn? Sie wollten flüchten gerade. Hände hoch. So, sie wollten gerade flüchten. Die Dame, was denn? Er wollte doch, er ist doch hier gerade am Flüchten. Bleiben Sie doch da. Nein, ich bin hier. Was willst du aber von mir? Ich möchte, dass Sie sich jetzt an die Wand stellen. Ja. Yeah. So. Ja, das ist doch, du bleibst nicht so stehen einfach. Hä, hey, bin ich doch? Du wolltest mir irgendwas zustechen. Ich wollte dir zustechen. Wer will zustechen? Was? Das ist ja auch nicht der CT Schwachsinn. Wisst ihr jetzt, wo das Galaxy ist? Er ist einfach weggefahren, hast du es gesehen? Ja, deswegen habe ich mich gewundert. Ich dachte, du gehörst dazu. Ja, eigentlich schon, aber... Ja, läuft. Sonst alles gut? Ja, soweit alles gut. Der Herr nicht eigentlich schon in Rente? Ja, manche wollen halt nie in Rente gehen, ne? Kollege, kommst du mal? Ja, was hast du denn? Komm aus deiner Tasche. Dein Freund war. Ey! Komm aus deiner Tasche. Das hat er mir gerade gegeben. Was ist passiert? Er stopft an sich. Hallo? Ja. Was? Hier, Kollege, ne, du weißt schon, was das für Stoff ist, ne? Ja, für Schusswesten. Okay. So, Sinnstoff. Ey, bitte, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Mit Waffen und haben wir ein Overwatch zur Verfügung. Der Streif kommt gleich zum. Okay, Leute, hast du Nackschuppe, sind Ja, die Leute sind irgendwie nicht kommunikativ. Aussteigen. Wir gehen auf Start, wir gehen auf Start. Ja. Na dann hinterher, wenn du den haben willst. Er hat anzuhalten, wenn du das sagst. Los hinterher. Auffordern, als er anhalten soll. Ah gut, das ist er bestimmt weg hier. Ne, da ist er doch, oder? Ne, das ist ein anderer. Ne, das ist ein anderer, fahren wir gerade. Machen wir Blaulicht aus, machen wir Blaulicht aus. Die wollten da ins... Machen wir das Blaulicht aus. Die wollten die ins Galaxy? Vorne fährt der Nautikraft. Oh, das ist halt, oh, das ist halt, das ist. Wer wollte Galaxy? Ja, wir können keine Overwatch auspacken, weil jedes Mal, wenn wir einen auspacken, ist er in der Matrix drin. Das ist ein anderer. Die wollten doch ins Galaxy. Hier war noch einer. Marshall an PD. Ey, was ist hier los? Gefangener, der wurde von ihm allgemeine Verkehrskontrolle. Können wir das einfach mal bitte kurz kommen Sie löschen, das vor das Gefängnis. Ich hab mich ein bisschen erschrocken und nach hinten geguckt, weil ich dachte, so, Hände hoch. Murat absichern. Hä, was ist denn los mit euch? Wir müssen nichts absichern, das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle.
Was ist los mit euch? Was für Absicht? Treten Sie mal bitte auf die Beifahrerseite. By the way, ich funk nicht, das ist Staatsprop. Ja, da hilft der X-Muskel meistens, oder? Genau, Hände hoch. Genau, genau. Einmal bitte auf die Beifahrerseite gehen. Wow. Wir müssen allgemeine Verkehrskontrolle, ich hätte gerne mal Ihren Personalausweis bitte. Sehr gerne, der Herr. Dankeschön. Was ist die Motto? Ja, das ist die Frage, die ich mir. Ja, in der Stadt ist halt ganz schön Kopfschmerzen. Schießerei, Code 4. Bodo Burz, ist das richtig? Bodo Burz, genau, das ist genau richtig, der Herr. Wie die für Marsche kommen. Ich hört. Entschuldigung, was machen Sie da, mein Fahrer? Kann jetzt bitte die Streifen mal herkommen, die den gefesselt haben hier. Können Sie das lassen? 108 noch. Was haben wir denn nicht, Murat? Warte, ich zeig Ihnen das. Warte, ich zeig Ihnen. 10-20? Ein bisschen mehr haben Sie hier, ja? Ja, ja. 10-20? Und im Kofferraum habe ich auch mal andere Funkcodes als wir. So, kommen Sie mal her. Also, Führerschein haben wir, das ist perfekt, das freut uns. Sogar ein Flugschein, perfekt. Sicher, ich bin doch ein guter. Sehr schön. Dann aber mal. Ich habe gerade zur Zeit ein bisschen Probleme mit meinem Jetpilotenflugzeug, weil das geht immer kaputt, wenn ich den. Ja, das müssen Sie mal den Mechaniker. Nee, da müssen Sie Mechaniker fragen. Aber ich habe auch kein Geld daher, gucken Sie sich doch mein Auto an. Was soll ich denn? Ja, das wollte ich gerade fragen, das ist die nächste Frage. Was ist mit Ihrem Auto passiert? Wie gesagt, in der Stadt waren Kopfschmerzen und jetzt sind wir ja gerade draußen. Dürfte ich mich einmal kurz hinbeugen und kurz den Wagen reparieren? Ja, machen Sie das. Natürlich machen Sie das. Weil dann hätten wir nichts zu beanstanden und Sie dürfen weiterfahren. Kollege, du steigst jetzt mal aus, ja. Dann hätten wir nämlich nichts zu beanstanden und dann dürften Sie weiterfahren. Ja, tut mir leid, wegen weil das ist kein fahrsicherer Zustand eines Fahrzeugs. Nee, auf gar keinen Fall. Bitte? Du hast mich gerade mit. Das war jetzt aber heute zur Garage. Sie haben mich gefilmt! Ich habe dir gerade gesagt, du steigst aus. Okay, Sie haben mich gefilmt, Mann. Was soll ich da machen? So, jetzt hebst du die Hände hoch. Das PD soll jetzt bitte zum SG kommen, sofort. Haben Sie noch ein Reparaturkit? Ja, oha! Warum haben Sie sich doch jetzt mal? Sie müssen nicht achtmal bei uns im Punkt sagen, dass eine Streife zu Ihnen kommen soll. Wir haben es doch verstanden. Sie wollten es einmal funken, okay? Ist das ein Leid? Ich bin vom alten Eisen, ja? Haben Sie jetzt noch ein Reparaturkit oder nicht? Oder soll ich mal Hand anlegen? Haben Sie eins? Ja, natürlich. Darf ich reinsteigen? Premium. Also ja. Nichts machen. Niemand ist ja, warum ich mich an Sie ausgeben? So, die Motorhaube wieder dran. Scheiben. Und Beleuchtung. Eine Miste. Jetzt rappelt's in der Kiste. Korrekt, so, bitteschön. Das ist korrekt. Dankeschön. Kann kein ich Problem. Den Sohn da bitte wieder mitnehmen? Den kleinen Vorlauten. Ja, bitte. Sohnemann, komm jetzt bitte mit, Sohnemann. Ich bin gerade in der polizeilichen Maßnahme, verschwinden Sie. Entschuldigung, warum sind Sie so aggressiv, Herr? Er ist vom alten Eisen, das müssen Sie verstehen. Ja, okay, das ist doch. Was wird das denn? Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, nimm mal, beruhigen Sie sich doch, beruhigen Sie sich doch, beruhigen Sie sich doch. Das war sexuelle Belästigung. Ja, gut, was soll ich sagen, er ist noch jung und ein bisschen wild. Das war's, wir gehen aufs Präsidium. Er beruhigt euch doch. Oh Gott. Uffi, komm schon. Ich kann bitte irgendwas weg hier. Hilfe. Was ist mit dem los? Ich glaube, ihr lebt noch in der Vergangenheit. Ja, anscheinend. Aber warum jetzt? Opa, komm, Opa, verzeih's ihm einmal, Opa, nein. Bitte. Verzeih's ihm. Oh, Opa! Hallo, was Opa, soll komm, das was denn? Du lebst im falschen Zeitalter, Opa, komm. Nein. Opa, Mann, das ist, war vielleicht gestern oder so, aber heute geht das anders. Weswegen überhaupt? Du hast ja noch gar nicht aussteigen, so. Kollege. Du hast ihn noch gar nicht richtig aufgeklärt, wieso, weshalb, warum. So geht's nun auch wieder nicht einfach. Wegen sexueller Belästigung. Der wollte Geld ist korrupt. Von mir, der wollte Geld von mir. Ach was! Was? Oh, war ja. Ja, der wollte Geld von mir. Ja. Ich habe auch gerade gesehen, dass sie ihm ein Nacktbild geschickt haben. Bitte was? Der hat ihm auf jeden Fall ein Dickpick geschickt. Ihr Schweine, der ist doch minderjährig. Ich doch auch was heißt denn hier ihr? Entschuldigen Sie bitte, ja? Also wir können davon nichts. Ja, genau. Der arme Kleine, der ist verstört. Ja, aber er hat ja trotzdem mit dem Hinterteil gewackelt. Ja, das Ding ist, er ist halt noch jung und wild. So. Hast du dich beruhigt? Okay, ich geb's zu. Ich bin Stripper. Ich muss halt ein bisschen. Ja, aber
Ja, aber nicht bei dem Polizeiofficer. Jetzt ist ein bisschen die falsche Gegend. Ich zieh mich nämlich ab und zu an, wie, also wenn ich beim Ding... Applaudieren Sie oder verteilen Sie Geldscheine? Geldscheine natürlich. Nee, ich wollte ein bisschen für Stimmung sorgen. Mein Sohn alles hat klar. Einen gut. Job. Dann fahren Sie weiter, Autos ganz, lassen Sie es bitte ganz und dann schönen Abend noch. Ich geb mir Gühe. Ciao, ciao. Super, ciao, ciao. Ciao, ciao, schönen Job Abend weiter. Ich hab mir dein Gesicht gemerkt, Jungchen. Schüss auf dein Herz. Schönen Abend noch. Einen wunderschönen Abend. Ja, lass mal Opa trainieren. Ja, geht's schon. Ah, einen wunderschönen, die Damen. Ja, die Ella, Mutter, hast du ein Tuch dabei? Normal, normal. Sehr schön. Der eine Streife den aktuellen Dispatch anfahren. Die Herren waren schon hier im PD und hatten die Sache geschildert. Da ist ein TV, der Leute umbringt. Wie gesagt, Streife 3 ist unterwegs. So. Zurück, zurück, zurück. Boah. Ich mach ein bisschen Stimmung hier. Opa. 1, 2, 3, 4 und 1. Streife 3 fährt schon. Und 2. 1 und 2 und 3 4 Jo, scheiße, Mann, komm, Mann, du schaffst das. Geht schon Liegestütze, so, hier. Mach mal ein paar Pizzas kurz. Way out, Mann, Akui. Brichst du aber dein Rückgrat nicht, du? Ja, der wird sich sein Rückgrat waschen, Mann. Aber du nimmst doch die falsche Gewichte. Das da hinten musst du nehmen. Wir haben eine Streife im Midnight Hafenanwesen verloren. Wir konnten noch abdrehen, wir sind voll rein. Ich will 30 Liegestütze sehen, haben wir es verstanden? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Weiter machen! Wir können leider nicht anfahren, weil es deren Anwesen noch ist. Nochmal 30! Sofort, Sir! Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6! Man muss mit zwei alten Knacken unterwegs sein. Was hier, Bruder? Was hier? Das sind aber die besten alten. Ja, der eine sieht nicht mal so alt aus. Ey, pass mal auf, bevor wir den Body Obst nehmen, ja? Was? Was hast du gesagt? Bevor wir den Body Obst nehmen. Warte, das letzte Wort möchte ich mal. Los geht's, Murat, streng dich an. Soll ich mich noch draufsetzen? Das waren auch keine 30! Nochmal! Nochmal! Und. Eins! Zwei! Jo, okay. Jo, was ist los, Junge? Oh, was hast du gesagt? Ich leg mich drauf! Ich möchte das Wort noch. Ist nicht wichtig. Ich hab mal Opa, gehört, ja. Setz dich mal drauf. Richtig, richtig. Online, der bricht zusammen. 200. Ja, ja, der muss trotzdem 30 schaffen. Eher geht's hier nicht weiter. Okay, dann nochmal. Na, ich los. Hey, los. Ich hab noch ein bisschen Stress angezettelt, ja. Ich glaub, wir müssen weg. Könnte eine Streife noch einem Praktikanten am PD abholen kommen? Negativ. Wir haben sich in der Ede gekränkt gefühlt. Alles klar. Abfahrt! Positiv, Streife 6 noch. Ich muss noch fertig, Mann. Oh mein Gott, du willst mich doch verarschen, Junge. Streife 6 ist da, wo ist der Praktikant? Oben an der Rezeption, bitte. 29. Los, los, wir müssen weiter. Ja, ja, steig ein, bevor ich hier noch behindert werde. Super, ja. 1190! Schlüssel vom PD, 1190. Ich weiß, man möchte die Schlüssel machen. Blauer Taycan. Warte mal. Streife 2 auf dem Weg. Bitte, ab zum PD. Schnell zum PD. Nein, warte. Nee, ab zum PD. 1199 wurde gerufen. Keine Ahnung, ja, ja, 90 Punkte schnell. Ja, wir gehen gleich. Ja. Kollege! Ja, ja. Jetzt! Richtig, auf die Maschine fällt. Ich pack die Waffe kurz. So, mit steig ein, Junge, steig ein! Gib mir deine Dienstnummer, Mann. Glaube, Call 4 kommt. Was hast du zu ihm gesagt? Ich hab ja aber dieses Crew hier gemacht. 1199 an PD Code 4. Code 4, Code 4. Okay, Code 4.
Ich weiß ja nicht, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Na, mein Lieber, alles gut bei dir? Ja, ja, Jungchen, bei dir? Alles gut? Wollen wir auf die Situation von gerade eben nochmal rüber? Ich kann mich nicht mehr an dich erinnern, tut mir leid. Nicht mehr an mich erinnern? Hast du Alzheimer oder was? Ja, im Endstadium tatsächlich. Im Endstadium? Da können ja deine Kollegen dich hier auf. Ja, wo befindet sich F90? Was soll ich vorzeigen? Mein Attester, weißt du, wegen Alzheimer. Standard komm. Ist im Aktenkoffer da drin, Alter. Weißt du. Ich hol's vom Auto. Wo ist vom Auto? Bitte. Wolltest du nicht langsam von der Lenker runter? Wäre es gut für dich in Rente zu gehen? Wenn du schon Alzheimer hast. Ich meine, ich hab dich mal lange auf der Uhr, weißt du? Ich hab dich mal lange auf der Uhr, weißt du? Und da hab ich mir gedacht, okay, will ich noch was erleben. Deine Brust runter, laber mich nicht voll, du Spaß. Zock mal nicht dein Ego-Shooter. Das sieht echt scheiße aus, Junge. Ich zeig ihm das mal, aber ich glaube eh nicht, dass er das versteht. Welche Streife war die denn? Ja, ist auch. Welche sind wir denn, Murat? Streife 2. Liebe Kollegen, wo ist 92? Wie bitte? Und ihr bitte nach oben kommen, bitte in die Rezeption. Ja. Dann klären wir das mal ganz kurz. Ja, ja, der ist gut. Der ist schon, seit 15 Minuten Code 4. Hat sich das erledigt? Nee, ich möchte jetzt nicht ins PD gehen. Alles klar, schönen Tag. Man sieht sich Dienst um 111. Freibe. Was habt ihr denn zu dem gesagt? Ich weiß, da haben wir nicht mehr. Ich war nicht dabei. Wie bitte? Wir waren dabei, der Herr hier, was ist denn los mit ihnen? Was ist denn haben sie beleidigt? Wer war das? Nee, ich hab gar nichts angefangen. Jetzt fort wird dann. Ja, aber wie, sie haben nicht beleidigt, überhaupt irgendwie, sie hätten irgendwas, das ist das Schicksal. Ich hab das hier gemacht. Er hat irgendein Wort zu den Polizisten Hosen gesagt. Was ja, das ist doch nicht schlimm. Wer hat Hosen gesagt? Der Alan? Nicht nur Huren, sondern vielleicht auch was anderes. Ich hab Hurensohn gesagt. Anders Wort jeder Beschreibung, zwei Personen, andere. Alle anderen. Also, die Bodycam läuft die ganze Zeit mit. So Personen, ja, komplett. Okay. Lass mich ausreden. Komplett ausgezogen, nur noch Unterhose an, eine Maske und weiße Schuhe. Ich verstehe kein Wort hier. Jeder ist jetzt mal ruhig, hallo. Weggetan und ich hab hier Anliegen schon die ganze Zeit gehört. Alles gut, wir klären das hier. Nein, aber wir will jetzt die Scherze auf uns schieben mit dem Hurensohn. Und da rein, ich kann das zeigen, dass sie da sicherlich nicht hören. Alles gut. Ja, gut, danke. Die stehen links hinter dem weißen Neon. Wir reden gerade von 1000 Personen. Also das ist so eine scheiß Straßengang, ich weiß gar nicht, warum wir so viel Wert auf deren Meinung legen. Auf deren Meinung, Kollege, der steht genauso auf Augenhöhe mit dir wie alle anderen Zivilisten auch. Meinst du, du bist was Besseres, weil du beim PD bist oder was? Das hat damit nichts zu tun. Ja, was, aber doch, diese Aussage hat genau damit was zu tun. Ja, sie grenzen raus, nur weil sie in der Gang oder so sind. Bräuchten eine Streife Abschleppruf, der die TVs dann übernimmt nach der Durchsuchung? Komm. Also Leute, ihr lebt noch bis zu Streife 1 kommt Abschleppruf. Stimmt es, dass sie das einmal gesagt haben? Was hab ich gesagt? Ob sie das einmal gesagt haben? Nein, das einzige, was ich gemacht habe, ist das hier. Boah, schau ab, oder? Ich kann ihm mal erklären, was passiert ist, ja? Also, schon noch ein bisschen Kindergartenkacke jetzt hier, was hier abläuft. Ja, wir waren hier beim Gym, ja, trainiert. Die kamen auf uns zu, ja. Und dann haben wir gesagt, ey, habe ich gesagt, ey, komm, welche Bande, geht da mal weg, da lass mal die Herrschaft mit zu mir, ja. Dann haben sie sich angegriffen gefühlt. Ja, Fehler Nummer 1, seit wann reden PD da denn, bitteschön? Okay, weiter. Sind sich jetzt besser als andere Gym Leute, oder was? Ich bitte, weil ich sage Gummibärchenbande? Ja, das ist eine herablassende Art, natürlich ist das schlimm. Die sind eine Vorbildfunktion. Also sollten sie besser gesagt sein. Ja, und das ist ein bitte schon rüber. Ja, okay, dann. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in der Gang und irgendein Cop kommt zu Ihnen und sagt sowas. Wie würden Sie sich denn fühlen? Das ist doch Provokation pur. Ja, weiter. Wie sowas? Und am Ende kommt das hier. Das ist absolut ein Schlussstich, welcher hier gerade noch versucht hier zu machen. Der sich das, wie gesagt, verkneift. Sollten sich alle mal überlegen, ob sie auch für diesen Job hier gespielt sind, ja? An diejenigen, die jetzt auch hier lachen. Die Herrschaften, wie gesagt. Ich mache hier nur ein bisschen Urlaub, ja?
Ja, Urlaub heißt aber jetzt nicht, dass sie hier komplett Eier schaukeln können und alles tun können. Also das war jetzt hier keine Eiergeschaukerei, das war jetzt auch keine so große Sache. Also dafür muss man jetzt nicht so ein großes Fass aufmachen. Ja, irgendwie welche Bande und dann diese Kiste dazu ist jetzt hier irgendwie nicht so... Naja, wir haben allein krass. Jetzt schon ja, ein schlechtes Bild hier im Stand. Ja, natürlich, ja, ist immer was schlimm. Ja, natürlich, wir haben aber Geld. Ja, das sind halt alles immer so kleine Aktionen, die sich sammeln und was ich dann... Ja? Ist weg, ja. Herr King? Ja, bitte? Später, ja, haben Sie denn die Sache beobachtet? Zurückbleibt bei den anderen Leuten. Also wir sind da zum Gym gegangen, weil die sich mal noch ein bisschen warm machen wollten, ein bisschen fit machen wollten. Da waren die Herrschaften im Rot. Da hat der eine sogar noch von der Gruppe da ihn ja sogar gelobt, weil er hier ganz schöne Gewichte stemmen kann. Okay. Und dann kam hier ein 1199 PD, dann sind wir eingestiegen. Er ist nochmal kurz an den Zaun ran und ist gleich wieder zurückgekommen. Also ich habe jetzt nichts gehört oder gesehen. Moment, Dienstnummer 111, kommen Sie mal mit. Also es war alles entspannt, selbst also das mit der Gummibandbande habe ich noch nicht mal gehört, aber selbst wenn, dann war das am Anfang und da waren die alle echt entspannt, die haben den sogar gelobt, die haben sogar eher sich über mich und noch den anderen Kollegen lustig gemacht. Also deswegen verstehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht, vor allen Dingen für so eine Gruppierung, dass die hier dann gleich sowas machen. Also ich kann jetzt nichts Verwerfliches melden. Haben Sie eine Aussichtungszelle? Ja. Der ist richtig betrunken. Ja, warum nicht, Junior? Warum betrügt man den? Warum hat er ja Monat? Haben Sie keine Aussichtungszelle? Sind Sie betrunken oder was? Ja, wir waren gerade in einem Club. Anstatt zu tanzen, hat er nur getrunken, Mann. Nehmen Sie mal sofort Ihren Kollegen jetzt hier mit und Club gehen Sie sofort nach Hause. Das kann ja nicht wahr sein. Beim MD sagt man, dass Sie hier hin bringt. Schau es nicht. Lan, fick dir geht da, Mann, Akuim. Ja, Bruder, nehmen Sie Ihren Kollegen. Ich sag das doch einmal freundlich. Ja, so wie das klärt für Sie. Keine Ausnüchterung. Ja, so kriegen das auch einfach nur ein bisschen durch. Verpiss dich. Er ist doch scheißiger. Er wird weggebracht. Brauchen Sie kein Wort. Oh, ein Kollege mal bitte mitkommen, ein Kollege bitte mitkommen. Jo, oh, ich bin dabei. Können Sie einsteigen? Kann einer von Ihnen einsteigen? Oh, ich steig 2, 3, 4, 6, F oder so, einmal kurz zur Luftbacker. Aber die Marsch ist nicht da. Soll ich den Häftling dann alleine kurz wegbringen, weil das geht ja, nicht? Ja, die Marsch ist da. Hier vor Ort? Nee. Nenne wir MSG oder? Ich denke, man kann andere anscheinend melden sich trotz bleiben in der Nähe vom Luftpark, aber wenn ich direkt anfahren. Also wie gesagt. Ja, ist ja, die, gut. Ja, wenn Sie der Meinung sind, dann gehen Sie doch auch mit und erklären dann den Sachverhalt. Nein, dabei. Jetzt mal 10,50 zur Würfelpackung. Ich denke, er macht, er kümmert sich drum. Er kümmert sich drum. Ich brauche Hilfe. Ist der Kollege hier? Wenn ich befragt war, was ich dazu sage, heißt das für mich, er kümmert sich doch darum. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum die reingegangen sind. Ja, dann gehen Sie doch mit rein, dann können Sie die Ihre Kollegen doch beschützen, weil Sie ja zögern. Kollege, du kannst ja auch bestätigen, dass doch hier die im Rot sogar den älteren Herrn Kollegen gelobt haben und uns da eher sich lustig gemacht haben. Und schau mal, es war so, es geht jetzt drin darum, dass er anscheinend das N-Wort gesagt hat. Ja, ja, darum ging's. Das hat er aber nicht gesagt. Nee, never. Das ja, hat gut, er gar nicht. Dann vergessen wir das. Haben wir 4 Zeugen, alles gut. Nächstes Thema. Er hat doch sein Dings dann, wie heißt das? Nächstes Thema. Okay, so. Ja, dann alles gut. Dann wird das wahrscheinlich wieder von denen größer gemacht, als es wirklich ist. Mhm. Aber sowas wie Gummibärenbande oder so muss auch nicht sein. Ich gehe jetzt das auch nicht zu. Ja, das ist ein kleiner Spaß gewesen. Das haben die noch nicht einmal übel genommen, wie gesagt. Die haben den sogar noch gefeiert dafür und hast du nicht gesehen. Da haben die sich schon eher lustig über uns Bette gemacht. Deswegen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht verstehen, dass auf Gummibärenbande rumgereiten wird. Und man soll ja auch alles mal ein bisschen lockerer nehmen als Bediener. Ja, und nicht gleich mit der Eisenstange reingehen. Deswegen fand ich das ganz schön humorvoll. Also da war auch noch gar nichts. Deswegen, ich verstehe das Ganze ehrlich gesagt nicht. Die standen jetzt auch nicht so bewaffnet vor Ort, sondern einfach so normal. Keiner von uns hatte seine Waffe draußen. Nichts. Nö. Ey, die haben sogar zusammen trainiert und kurz, also deswegen, ich verstehe das gar nicht. Plötzlich aggressiv her, das verstehe ich absolut nicht.
Wahrscheinlich haben die einen Hasskick gegen PD und so. Vielleicht wegen der Geste, die er da gemacht haben soll. Kann sein, ja. Aber er stand mit dem Rücken zu uns, also ich weiß nicht, ob er die Geste gemacht hat. Ich hab's nicht gesehen. Ich war ein bisschen am Trainieren um die Auto, hab woanders hingeschaut. Ja, das war ja der 1199, ich bin ins Auto eingestiegen. Hat beim Kopf geschüttelt. Aber ey Jungs, im Dings, seid ihr noch Jungfrau? Bitte was? Jungfrau, was ist das für eine Frage? Ich bin Skorpion. Scheiße! Hat Dali gesagt. Sie, Wetterofficer. Ja, bitte. Polizei da hinten, ne? Polizei gegen eine Zivi da hinten. Wo? Ganz hinten, da schlagen sich gerade zwei Leute. Was? Was ist hier los? Willst du sowas werfen? Wer prügelt sich hier? Pack die Signalfackel weg, bevor du Ausreise kriegst. Ne? Am besten wegwerfen, das Ding. Willst du werfen? Wegwerfen, also nicht so. Über das. Einfach entsorgen. Entsorgen, genau. Hey, gibt's ja auch in deinem Apartment drin. Signalfackeln. Musst du es haben, Zivilist? Immer gerne. Ich hab dir wegen Fickfisch. Ich kann irgendwo in einen Ansatz kommen. Sag mal so. Sag mal so. Mich nicht einfach so jemanden weg, Mann. Das ist sowas von Scheiße. Waffe 6 an der Leitstelle, ist der Praktikant auch da jetzt? Wie bitte? Ja, der Praktikant ist noch da. Das ist verstanden. Wir kommen jetzt. Das ist ohne dass ich mich auf irgendeine Seite schlage, ne? Das ist zwar rein objektiv gesehen, ne? Ja, ich bin auch hier objektiv. Tam, Jungs, ich möchte auch gerne hier genießen. Ich kenne ja nicht. Könnt mich. Ey, warum ging's denn jetzt eigentlich? Weil er das N-Wort gesagt hat. Ach, das hat er nicht gesagt. Es haben zwei Zeugen sind da. Guck mal. Alles gut. Keine Ahnung, warum die ihm das egal ist. Verstehe ich nicht. Na, guck mal, du verstehst nicht, was da passiert. Nein, ne? Ich würde prüfen ein bisschen, ja. Ja, könnt ihr gerne machen. Könnt ihr dazu gerne machen. Ja, keine Ahnung, ja, das hat mit Emotionen nichts zu tun. Ich hänge immer noch an dieser Aussage von dir, dass hier, dass wir irgendeinem Gegenmitglied mehr Glauben schenken, wie dem, was du sagst. Das ist das Ding. Was? Ja, weil was du vorhin gesagt hast. Am Gangmitglied gerade mehr. Nein, ich hab dir gesagt, ich werde jede Beschwerde genauso entgegennehmen, wie als wär's egal wer vor mir steht. Ja. Aber wenn die eine Beschwerde kriegen gerade, ja, die wollen nicht hier. Nein, absolut nicht. Ja, eine Beschwerde nicht. Ist ja legitim. Ist ja kein Problem. Ja, eben. Genau das meine ich ja. Also, Jungs, ruf mich wieder, wenn jemand da ist, der höher ist oder so, der das auch wirklich klären möchte jetzt hier, wir reden hier nur im Kreis, ja, für so ich dachte, das wäre jetzt geklärt. Keine Ahnung, ich rede hier irgendwie im Kreis oder so, das ist scheiße. Ich will jetzt ein bisschen hier meinen Urlaub genießen, ja. Wenn ihr was von mir haben wollt oder so, ruft mich, ja, ich hab alles, so. Dann hat sich das jetzt geklärt erstmal, ja? Oder nicht? Ja, von mir aus. Von mir aus auch. Schau mal, irgendwas hatten wir mit Beschwerden, hatten wir doch irgendwas. Oder, Kollegen? Ja, Jungs. Ein Beschwerdeformular, oder? Ja, hat wohl im Kopf nicht, ne? Ich find's aber gar nicht. Oder waren das nur Anzeigen? Oder haben sie das weggenommen? Auch Anzeigen, Fahndung, Kfz-Register, Netzwerk, Officer hinzufügen, Officer Log. Ich hab keine Rechte. Ausbildung suchen, Strafen, Ermittlungen, Einsatzberichte. Berichte hinzufügen, Herr Arschbeng? Ja. Seid ja keine Autorität mehr. Wieso habe ich keine Autorität? Naja. Ja. Der Kopf ist schwarz, ne? Ich bin im Gebäude. Und das nicht bei Ihnen gelernt? MPD musste getragen werden. Auf mich zu Maßregeln, Harris. Beim Bund musste ich die Mütze immer absetzen, wenn ich das Gebäude betreten habe, also. Ach, das war's. Das deswegen so vergesse ich nicht meine gute Erziehung. Hörst du? Das ist ein bisschen was noch wirklich ist. Ey, Opi, der genommen wurde. Jo, was ist los, Söhnchen? So, ich dachte, der redet von Schaden. Was ist los, Söhnchen? Hat gerade echt gesagt, was ist los, Söhnchen? Was ist los, Söhnchen? Ja, gut. Söhnchen. Haben Sie den Sporttest schon mal bestanden? Wie bitte? Das habe ich auch gefragt. Haben Sie schon mal den Sporttest gemacht? Sind Sie da durch? Nee, noch nicht. Durchfallen, aber den können wir gerne machen.
Haben sie schon mal beim Betreten des PDs Ruhr-EKG und so gemacht? Bricht, dass er da durchgekommen wäre. Ich bin sofort wieder da. Coco, kommst du mal gerade? Ja, ich komme. Ja, was ist jetzt los? Achso, Coco soll kommen. Was ist das? Ist die Sache nicht geklärt? Der Herr, warum tragen Sie denn diese hässliche Weste hier rechts von mir? Hallo. Ich habe mit Ihnen geredet. Ich glaube, er ist im Kopf. Ja, ich finde nichts mehr. Das ist ja auch egal. Erzählt Leute Sicht. Wie bitte? Erzählt Leute Sicht kennen. Geht's Ihnen beiden hier so? Passiert sowas öfters? Ja, ganz gut, aber wir sind hier gerade, um was zu klären halt, ja, und... Ich hab Kopfschmerzen. Was wollen Sie denn klären? Kopfschmerzen? Keine Ahnung, ich hätte wohl Neger gesagt zu jemandem. Genau. So. Zu einer das Gruppierung, war angeblich. Löffelpark, ich komme mit dem Wagen wieder. Aber es gibt mehrere bezeugen, dass er es nicht gemacht hat. Den Sie hier gerade weggetragen haben, der haut hier ganz schön auf den Putz deswegen. Das war dann noch zum Abschlepphof. Nein, definitiv nicht. Guck mal, ihr nehmt das komplett falsch auf, hallo. Ja, aber seit Anfang an bis hast du einen scharfen Ton angelegt. Das meine ich. Ich stehe immer noch zu meinem Wort. Ich sag immer noch zu der Aussage, dass ein Gangmitglied und die Aussage eines Gangmitglieds und die Aussage von ihm gleichgestellt ist. Diese Aussage verabscheue ich immer noch. Das stehe ich immer noch mit dem, was ich sage. Du gesagt hast, dass du gut befreundet bist mit dem Gangmitglied. Nein, absolut nicht, dass ich mit dem befreundet bin. Du hast ihm gesagt, sein Wort kann ich Vertrauen checken oder so. Nein, ich habe gesagt, genauso wie deinem auch. Ich kenne den meinem auch. Hier ist meine Meinung egal, aber ja, aber auf jeden Fall, also dieses N-Wort ist definitiv nicht gefallen. Nein, guck mal, wenn das die 10 für die 85 nein, bitte kommt. Ich hab nicht gesagt, dass mir das egal ist. Allgemein die Situation ist mir egal. Ist es okay, wenn wir am PD-Fahrt was da genau passiert, interessiert mich nicht, sag ich, wie es ist. Ja, ich komme jetzt auch zu PD. Die Beschwerde wäre mir auch am Marsch vorbeigegangen. Nur diese Aussage, dass ich jemanden genauso Glauben schenken, also nicht genauso den Glauben schenken soll, nur weil er ein Gangmitglied ist. Nur diese Aussage ist das Einzige, was mir persönlich am Herzen lag. Der Rest, was da passiert ist, ob du das gesagt hast oder nicht, das interessiert mich genauso wenig. Es ging nur um deine Aussage, dass also ich... Wenn sich jemand die Kollegen, die gerade mit meinem Auto nehmen wollen, nimmt, das aber, ja? Ja. Der angeblich gefutscht hätte oder so, ja? Der schon, ja. Weiß nicht, wie lange bei mir im MD ist und arbeitet. Demjenigen, der diese Beschwerde da einreicht, mehr glauben. Aber was, guck mal, das ist aber falsch eben. Was ist, wenn der Typ aber recht hatte? Ja, das musst du objektiv sehen. Du musst die Beschwerde annehmen, auf jeden Fall, das ist richtig. Ja, aber dem muss nachgegangen werden. Und wie gesagt, hier können aber mehrere bezeugen, dass halt, wie gesagt, dieses N-Wort nicht gefallen ist. Und damit ist das eigentlich gegessen. Alles gut, wie ich gesagt habe, es ging mir lediglich... Er hat gesagt, er hat seinen Bodycam-Mann gehabt. Das hat er erst hier drin gesagt. Außer hat er das jetzt draußen. Doch, draußen hat er es auch gesagt. Habe ich nicht gehört mit dem Bodycam. Alles gut. Ja, da ist die Wortwahl vielleicht ein bisschen blöde gelaufen. Wie gesagt, also, mir ging es nicht darum, wenn irgendwas wird, ja, dann kommt die Bodycam zum Einsatz, wenn es außerhalb ist, wozu? Das Ding wird gegessen sein, ist er jetzt. Ja, wie gesagt, du hast dich ein bisschen vielleicht falsch ausgedrückt. Und damit... Mir ging es lediglich immer noch nur darum, da stehe ich auch immer noch dahinter. Diese Aussage, aber was da genau passiert ist, sage ich dir, es interessiert mich auch nicht, ob du den jetzt so genannt hast oder nicht. Das kannst du ja auch gar nicht beurteilen, das kannst du ja gar nicht. Eben. Ja. Eben. Und deswegen das wäre unfair. Das einzigste war nur diese Aussage, mehr auch nicht. Ich will auch was droppen. Tortler da bei der Golf, kommt zurück, Jungs, kommt zurück, wir haben das Dach. Was wird getroppt? Was? Habt ihr die gecallt? Haben sie gehört? Die werden sicher nicht zurückkommen, ich sag's euch. Ach, das ist. Am Ende wollten sie ein bisschen jetzt hier gegen Stimmung gegen ihn machen. Ja, was denn sonst? Diese Frau da nicht zu. So, ich geh jetzt mal fragen, ob wir jetzt weiter können oder ob wir noch warten müssen. Nein, ihr könnt weiter, die reden gar nicht über euch. Achso, dachte, okay, na, dann machen wir weiter. So, Murat, für die Scheiße hier gehen wir jetzt ins Unicorn.